Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. Ich unterstütze die Forderung des Entwicklungsausschusses, die öffentliche Entwicklungshilfe bis 2030 endlich auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Das gilt sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die EU. Dabei sollten laut Zusage der EU insgesamt 0,2% des Bruttonationaleinkommens für die am wenigsten entwickelten Länder ausgegeben werden. Der Entwicklungsausschuss forderte zudem erstmalig im diesjährigen Beschluss, dass die in den Geberländern anfallenden Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen nicht, wie bislang, in die Berechnung der öffentlichen Entwicklungshilfe einbezogen werden sollten. Nur wenn das Finanzierungsziel von 0,7%, wie bereits in 4 Mitgliedstaaten, auch in den kommenden Jahren durch die EU erreicht wird, hat die Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen überhaupt eine Chance. Es fehlen in der EU leider bislang der Wille, über eine erkennbare strategische Haushaltspriorisierung, um die Agenda-Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Entwicklungszusammenarbeit auch umzusetzen.